Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute das Update zu meinem What's on my phone Tag. Ich zeige euch heute auch, wie ich meine Bilder bearbeite. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem Video. Ich habe hier mein Handy. Also ich habe das iPhone 6 Plus in Gold. Viele von euch haben mich bei meinem letzten What's on my phone Tag verbessert, weil ich Rosé Gold gesagt habe. Viele haben rumspekuliert und dann geschrieben, nein, du hast das iPhone in Silber. Nein, du hast es in Gold. Nein, du hast es doch in Roségold. Und ja, Leute, ich habe mich versprochen. Ich habe das in Gold. Einfach nur Gold. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Roségold gekommen bin. Beim Schneiden ist es mir auch leider nicht aufgefallen. Jetzt also nochmal, ich habe es in Gold. Ja, wenn man mein Handy dann erstmal im Sperrbildschirm anschaut, sieht man erstmal KC. Das hatte ich auch schon mal im letzten iPhone-Tag. Ich bin halt extremer KC Rebel-Fan und ich liebe diesen Mann, deswegen ist er auch mein Hintergrund. Also, wenn man mein Handy dann so öffnet, dann sieht man als allererstes natürlich die ganz normale iPhone-Seite. Wenn wir dann einmal nach rechts switchen, habe ich da oben links erstmal FaceTime und meinen Taschenrechner und zwei ganz komische Sachen, die ich niemals benutze. Aber das ist auch komplett irrelevant. An meinem Handy hat sich nicht viel geändert. Ich habe wie viele von euch einen Ordner, wo ich die ganzen Extras reingepackt habe. So Sachen wie Google Übersetzer, DB Navigator, sowas halt. In meinem nächsten Ordner Fotografie habe ich Facetune, iMovie, Facetune 2 und Dropbox. Facetune benutze ich, um meine Bilder zu bearbeiten und das ist auch das einzige, was ich dafür benutze. iMovie, falls ich etwas auf dem Handy bearbeite, was sehr, sehr selten vorkommt. Das habe ich auch in meinem letzten Video erwähnt. Ja, mit Facetune bearbeite ich meine Bilder und wir können auch gerne mal auf Facetune drauf gehen. Das Einzige, was ich bei Facetune mache, hier habe ich jetzt zum Beispiel ein Foto, was unbearbeitet ist. Dieses Foto ist komplett unbearbeitet von mir und das Einzige, was ich immer mache, ist einfach auf das Glättenzeichen gehen und einmal komplett über mein Gesicht drüber glätten. Dann hebe ich mit dem Tool Details einfach meine Augen hervor, mein Highlighter hervor, meine Kontur hervor und gehe dann auch nochmal im Hintergrund so ein bisschen lang, zum Beispiel um die Lichterketten im Hintergrund nochmal in den Vordergrund zu bringen. Und dann benutze ich auch ganz, ganz gerne diesen Tool Aufhellen und damit helle ich dann meinen kompletten Hintergrund auf, um es einfach weißer ausziehen zu lassen und eben gleichzeitig dann auch sauberer. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Das mache ich eigentlich immer und ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr mache ich an meinen Bildern nicht. Und dann gehe ich auch schon rüber auf Instagram und gucke, ob ich einen Filter anpasse oder nicht. Aber meistens ist es so, dass ich einfach nur auf dieses Tool schärfen gehe und mein Bild dann noch ein bisschen schärfe. Dropbox benutze ich eigentlich auch nur, um schneller Bilder von meinem PC auf mein Handy oder andersrum zu übertragen. Also es ist ein bisschen kompliziert bei mir. Ich kenne mich da noch nicht so aus. Deswegen benutze ich Dropbox, vor allem wenn es viele Bilder sind. Dann habe ich meinen Ordner soziale Netzwerke. Wie gesagt, bei mir hat sich nicht viel verändert, bis auf, dass ich viel, viel weniger Speicherplatz habe. Deswegen habe ich auch die App Facebook gelöscht, weil ich persönlich es einfach nicht mehr benutze. Ich nutze hauptsächlich Snapchat. Falls ihr mir auf Snapchat noch nicht folgt, dann blende ich euch hier mal meinen Namen ein. Da bin ich sehr, sehr aktiv und da poste ich eigentlich auch jeden Tag irgendwas rein. Dann habe ich natürlich Instagram. Falls ihr mir da nicht folgt, blende ich euch hier auch meinen Namen ein. Da heiße ich genauso wie bei Snapchat übrigens. Ja, bei Instagram poste ich nicht so viel in meine Story. Das mache ich eher bei Snapchat. Ich bin ein bisschen altmodig quasi. Viele benutzen ja jetzt mittlerweile Instagram dafür, aber ich bleibt immer noch meinem Snapchat treu. Und ja, dann habe ich WhatsApp und den Facebook Messenger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich den Messenger überhaupt drauf habe. Ich brauche ihn nicht, ich benutze ihn nicht. Also ich bin so selten bei Facebook online. Dann habe ich den Ordner Musik und da war vorher iMusic drinne, bis irgend so ein Update kam, wo auf einmal meine Musik-App plötzlich so ein Piepen und iPhone-Virus und sowas drauf stand und ich keine Musik mehr hören konnte. Dieses Problem hatten tatsächlich richtig, richtig viele meiner Freunde und Familie. Also ich bin auf jeden Fall nicht die Einzige gewesen. Und weil ich so sauer war, deswegen habe ich diese App einfach gelöscht und habe quasi jetzt keine Musik mehr auf meinem Handy. Ich höre nur noch über YouTube. Wenn ich dann wegfahre, beispielsweise mit dem Zug oder mit dem Auto, rege ich mich natürlich ein bisschen auf, weil ich die App dann gelöscht habe. Aber ich wollte mich halt einfach mal einen Tag hinsetzen und wirklich meine kompletten Lieblings
Lieblingslieder einfach mal auf mein Handy laden. Ich kam nur leider noch nicht dazu. Deswegen befindet sich in meinem Ordner Musik gerade nur YouTube und YouTube Studio. Und YouTube Studio habe ich, um schneller Kommentare zu checken. Beispielsweise, wie gerade ein Video ankommt. Dann kommen wir wieder zu dem Ordner Sucht. Und in dem Ordner Sucht hat sich ein bisschen verringert. Ich habe da Amazon reingepackt, Douglas reingepackt und AliExpress. Es liegt einfach daran, weil ich nicht mehr so viel Speicherplatz auf meinem Handy habe, was wirklich sehr, sehr blöd ist. Deswegen kann ich mir nicht so viele Apps runterladen, weil ich dann einfach keinen Speicherplatz mehr habe für andere Dinge. Ja, dann habe ich noch MyCafé. MyCafé spiele ich momentan, also beziehungsweise wenn ich Langeweile habe und unterwegs bin und keine Musik hören kann, dann spiele ich dieses Spiel. Ich hatte ja mal von diesem Monopoly Disney Magical Dice erzählt. Die haben jetzt allerdings ein Update gemacht von dem Spiel. Und dieses Update ist so schlimm. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Und ich bin so enttäuscht davon, dass ich es direkt wieder deinstalliert habe. Dann habe ich noch Cooking Crazy oder Craze oder ich weiß nicht. Spiele ich auch, wenn ich unterwegs bin, wie gesagt, im Zug bin und keine Musik hören kann, zocke ich diese beiden Apps einfach nur, wenn ich Langeweile habe. Und ja, das war's dann auch schon mit meinem What's on my phone. An meinem Handy hat sich nicht viel verändert, das muss ich zugeben. So Leute, und das war's dann auch mit dem Video. Mehr habe ich nicht auf meinem Handy drauf, wie ihr gesehen habt. Und ich denke, es wird sich in der nächsten Zeit auch nichts ändern. Das Handy werde ich behalten, bis es kaputt geht. Wenn es kaputt geht, vielleicht werde ich mir dann ein neues kaufen. Und dann nochmal einen What's on my phone Tag drehen, falls ihr euch das wünscht. Ansonsten war's das mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und über ein kostenloses Abo. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.